Fricke. Bitte schön, Kollege Otto Fricke. Geschätzter Herr Vizepräsident, Herr Bundesratspräsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesratspräsident, bei allem Verständnis, das ich habe, die Frage des Zusammenspiels zwischen Ländern, Kommunen, Bund, Verfassungsorganen. Aber Ihre Rede war teilweise wortgleich mit dem, was Oskar Lafontaine 1997, 1998 gemacht hat. Es war genau das Gleiche. Herr Lafontaine hat uns auch erklärt, es gibt gute staatliche Gründe, warum wir bei bestimmten Reformen und bestimmten Dingen nicht mitmachen wollen. Faktisch hat Herr Lafontaine nichts anderes gemacht, als zu sagen, ich blockiere, weil ich das so will. Und Sie haben das ja auch getan, ich werde das gleich aufzeigen. Ich will aber vorher für die Zuhörer noch ein paar Hinweise geben. Gucken Sie nicht immer nur, was sagen die Politiker im Inland? Da sagen natürlich die von der Regierung, dass die Regierung Recht hat, und die von der Opposition sagen, dass die Regierung Unrecht hat. Schauen Sie mal, was das europäische Ausland im Moment über das Haushaltswesen des Bundes in der Bundesrepublik Deutschland sagt. Und dann werden Sie erleben, dass es kein Land in Europa gibt, das sagt, oh, die machen das schlecht mit dem Haushalt, die halten sich nicht an die Regeln, die machen nicht das, was sie uns in Europa sagen, dass wir auch tun sollen. Diese Koalition ist der Garant dafür, dass selbst dann übrigens, wenn sie weiter beim Fiskalpakt und seiner Umsetzung blockieren, er trotzdem von uns, vom Bund eingehalten wird. Und das ist das, was wir an Verpflichtungen und Versprechungen gegenüber den Bürgern ja auch abgeben. Wir sorgen dafür, dass nicht durch weitere neue Schulden, wir sorgen dafür, dass nicht durch weiter steigende Zinsen Ihre Kinder, Ihre Kindeskinder und Ihre Altersvorsorge in der Zukunft keine garantiert. Das ist unser Versprechen. Und dieses Versprechen wollten wir untermauern als Bundesrepublik Deutschland in einer Aufteilung zwischen Ländern und Kommunen. Wir haben Rekordbeschäftigung. Wir haben Rekordüberschüsse in den Sozialkassen. Ulla Schmidt hatte niemals auch nur eine Milliarde zu viel. Wir sind bei zweistelligen Milliardenbeträgen, die wir an Reserven haben, auch für schlechtere Zeiten. All das haben wir geschafft. Wir haben es vor allen Dingen geschafft, die Ausgaben in dieser Legislatur zurückzufahren. Und Herr Kretschmann, das will ich dann auch mal sagen. Unabhängig von der Prozentrechnung kann man es doch den Bürgern einfach sagen. Der Bund hat zu Beginn der Legislatur so viel Ausgaben und zum Ende der Legislatur so viel Ausgaben. Und dann stellen wir fest, dass der Bund 4 Milliarden seine Ausgaben reduziert. Das Land Baden-Württemberg, auch nicht gerade klein, hat es alleine geschafft, in den letzten 3 Jahren bei 3 Milliarden Steuermehreinnahmen die Ausgaben um 4 Milliarden zu erhöhen. Das ist für den Bürger doch das, wo er erkennen kann, wer Ausgaben erhöht, spart nicht. Denn der Bürger, der kein Geld hat, selber kann auch nicht seine Einnahmen einfach erhöhen, wie es ihm gefällt. Das ist der Unterschied, und das ist doch dann Konsolidierung. Und wenn wir, meine Damen und Herren, dann noch mal nach Nordrhein-Westfalen gucken, dass Nordrhein-Westfalen inzwischen 60% der Neuverschuldung der Länder trägt, ist doch auch mal etwas Beachtliches. 60% der Neuverschuldung durch ein einziges rot-grün geführtes Bundesland. Auch das hat es so noch nie gegeben. Und auch da kann man sehen, wo die Unterschiede eben bestehen zwischen Schwarz-Gelb im Bund und Rot-Grün in den Ländern. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Herr Kretschmann, wo ich dann auch sagen muss, das gehört zu einem fairen Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen dann auch zusammen. Sie tun nämlich hier so, als wären es die kleinen, armen Länder und die kleinen, armen Kommunen. Bei den Kommunen lasse ich das zum Teil noch gelten. Aber für die Bürger draußen, die jeden Tag ihre Steuern zahlen, die jedes Mal, wenn sie heute was kaufen, Mehrwertsteuer zahlen, die glauben ja dann, sie würden das hauptsächlich hier dem Bund geben. Herr Kretschmann, da hätte es dazugehört zu sagen, der Bund bekommt von jedem Euro, liebe Bürger, die ihr zahlt, 42 Cent. Länder und Kommunen bekommen 53 Cent. Das heißt, Länder und Kommunen haben mehr Steuereinnahmen zusammen als der Bund. Und dann stellen Sie sich hin und sagen, ja, aber haften für Europa, das wollen wir auf gar keinen Fall. Denn sollten wir beim Fiskalpakt Strafen zahlen, Herr Kretschmann, wer zahlt dann die Strafen? Nur der Bund alleine. Und das ist eine Art und Weise, wo ich nicht verstehe, dass, wenn Sie als Bundesratspräsident in dieser besonderen, verantwortungsvollen Position stehen, sagen, also erstens, wir sind ja die ganz Armen, zweitens, wir verraten gar nicht, dass wir den Leuten mehr Geld aus der Tasche nehmen als irgendjemand anders, und dann hingehen und sagen, aber wenn es ums Bezahlen geht, dann soll das der Bund alleine tun. Herr Kretschmann, das ist keine Art von Zusammenarbeit, sondern es ist ein Versuch von Erpressung. Und dann noch zu Herrn Roth. Herr Roth, Sie haben hier gesagt, dass wir in irgendeiner Weise von europäischer Seite her die Gelder von Sozialfonds und so weiter abgesenkt haben. Herr Roth, gegenüber was denn abgesenkt? Gegenüber den Vorjahren abgesenkt? Oder Herr Roth, haben Sie etwa, ja,
da würde ich mir überlegen, ob Sie sich das verbessern. Denn was abgesenkt worden ist, ist gegenüber den Wünschen aus Europa noch mehr Geld auszugeben. Aber gegenüber dem vorherigen Zeitraum, das wissen Sie genau, Herr Roth, werden wir an der Stelle sogar mehr ausgeben. Und Herr Roth, das ist eine Art, wie man es nicht macht, indem man einfach versucht, falsche Vergleiche zu machen. Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss aber noch etwas Versöhnliches sagen. Ich hoffe, dass es dem Bundesrat nicht am Ende wirklich nur um Blockade geht. Ich hoffe, dass der Bundesrat auch erkennt, dass er seinen Teil dafür tun muss, dass wir die Finanzen stabilisieren. Wenn da Bewegung vom Bundesrat kommt, bin ich mir sicher, wird auch von unserer Seite aus Bewegung kommen. Aber dieses Schuldzuschweißen, das ist bei den vorhandenen Finanzsachen nicht die richtige Art in der Verantwortung für die Zukunft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Otto Fricke. Nächste.